Intelligenter produzieren, das ist ein Ziel vieler Aussteller der EMO Hannover und deshalb auch Thema des gleichnamigen Kongresses im Rahmen der Messe. Unter dem Motto Inspired by Technology kamen Führungskräfte weltweit agierender Konzerne zusammen. So stellte etwa Boeing sein Konzept des Intellectual Property Sharings vor, bei dem Know-how firmenübergreifend geteilt wird. Wir müssen sicherstellen, dass wir konkurrenzfähig bleiben. Wir müssen also entscheiden, welches Wissen wir für uns behalten und was wir an andere weitergeben. Es gibt aber verschiedene Modelle. Manche sind sehr offen, andere konzentrieren sich nur auf wenige Partner, sodass wir gut überblicken können, was wir mit wem teilen. Aufgrund der hohen Internationalität der EMO Hannover ist auch das Interesse ausländischer Medien sehr groß. Karl-Martin Welker, Generalkommissar der EMO Hannover 2013, hieß deshalb eine Delegation chinesischer Wirtschaftsjournalisten willkommen. Auf dem Stand des Machining Innovations Network findet sich eines von vielen Beispielen für intelligentes Produzieren. Noch nicht im Handel, aber schon funktionsfähig ist dieser Prototyp eines vollautomatischen Entgraters, der seine Intelligenz durch ein Auge erhält. Durch eine 2D-3D-Kamera haben wir ihm Sehen beigebracht. Mit diesem Sehen kann er sich diese Bearbeitungsfläche abfotografieren und die Kanten finden. Das gibt dann die Bewegungspfade. Der Roboter generiert das Bewegungsprogramm eigenständig aus diesem Bild. Ebenfalls intelligent und dabei auch noch besonders effizient arbeitet dieser vierspindlige Zerspaner. Auf insgesamt 5 Achsen werden Werkstücke und Werkzeuge simultan so präzise bewegt, dass feinste Arbeiten von den 4 Spindeln gleichzeitig ausgeführt werden können. Dadurch werden über 52% Energie gespart, ein in dieser Klasse bislang einmaliges Ergebnis.